Okay, der hat 800 Trefferpunkte, 650 PS. Die bringen 28 Stundenkilometer. Die Bannerpanzerung 250, 80, 80. Ist also seitlich und hinten ziemlich schwach gepanzert. Mal immer gucken, dass man die Vorderseite halt nach vorne hält. Gegner zu. Dann der Standardgranateschaden zwischen 368 und 613 und die Durchschlagskraft zwischen 185 und 308. Wird also nicht ganz die Feuerkraft erreichen. Vom E75. Ah ja, knapp drunter, okay. Die Feuergeschwindigkeit selber ist bei 5,5 Schuss in der Minute. Reichweite von der Sicht ist 390 und die Funkreichweite ist natürlich sehr, sehr schwach. Bei 310 Meter, okay, so kann ich klären, so, aber 310 Meter sind ziemlich wenig. Ist also eingesetzt worden, also produziert und eingesetzt worden, die Jagdtiger. Ist also nicht einer von denen, wo gerade mal ein paar Prototypen rausgekommen sind. Sind zwar nicht viel, 80 Fahrzeuge, wo gefertigt worden sind, aber immerhin. Ist da überhaupt eingesetzt worden? Und geht da jetzt zum E75. So, Pakete. Sind's nur zwei Stück, wo der hat. Um dann auf der 10er Jagdpanzer E100 zu kommen. Also bin ich beim ersten Paket, weil ich fahre nicht oft. Ich habe jetzt nur 2 Minuten gefahren, 2 Minuten gewonnen, aber ich komme halt im Lächeln nicht viel dazu, überhaupt denn zu spielen. Jedenfalls hat er in der Grundausstattung 12,8 cm Pack 44 L55 mit deiner 5,5 Schuss in der Minute. Und da steht jetzt wieder bei der Durchschlagskraft das, was der E75 auch hat, also 246, 311. Also sind die anderen Angabe schon wieder nicht, was drüber gestanden war. Und 65 beim Schaden von 490, 490, 630. Also sieht man mal, was man vom einen und vom anderen halten kann. Also das eine ist noch grob okay, und stimmt mit einer Angabe, was dann drin ist, bei der Pakete überhaupt nicht mehr überein. Beim nächsten Paket ist dann versteckte Kette und ein besserer Motor. Da haben wir 650 PS, da kriegen wir dann 870, das ist eine schöne Steigerung. Beim letzten Paket ist halt auch 12,8er Pack, allerdings ein bisschen bessere Version. Also Feldgeschwindigkeit verringert sich ja 5,26. Für das ist die Durchschlagskraft höher und hat 276, 352, also nochmal ordentlich 41 hoch bei der höheren Zahl. 65 und der Schaden 560, 560, 700. Haut also ganz schön rein. Aber ich glaube, bis ich da bin, mal die zwei Pakete zusammenrechnen, sind über 100.000 Freischaltstände, wo man da braucht, um die Pakete zu haben. Aber dann haut er halt nein, das ist klar. Ich meine, das ist nicht viel langsamer, haut aber dann für das ordentlich nein, noch besser nein halt. Okay, da gucken wir nochmal kurz. Pakete, ja, ist alles drin. Bei den Ersatzteilen. Dann fahren wir mit dem. Also wie gesagt, vorne ist er sehr gut gepanzert. Muss man also immer gucken, dass man nicht Kunde von der Seite reinkriegt. Sein kleiner Bruder mit der 8,8, da ist er schon ziemlich gut. So. Und leider schwächeres Geschütz, klar, nur 8,8. Geht halt zu ihm, aber er ist halt besser, klar. Ist halt auch ein Neuner und kein Achter wie sein kleiner Bruder. Ich mache eine Aufnahme in 10 Minuten, bitte. So, jetzt kommt mal Frau wieder gemeldet gehabt. Wir sind jetzt auf Malinowka als Standard gefischt.
So, gucken wir mal. Okay, 5 Stück jeweils als 9er. 3 8er. Der Gegner hat 5 8er. Dann haben wir noch 4 7er und der Gegner 3 7er. Dann noch jeweils ein 5er als Aufklärer. Und ein 6er als Aufklärer. Okay, das ist nochmal auch noch ein 7er Aufklärer dabei. Nee. Weil ich sehe jetzt 3 gerade. Okay, gucken wir noch einmal. Okay, machen wir dann lieber. Okay. Will das sich jetzt paare, dass er. Ah, das ist der kleine Bruder, alles klar. Oh, allerdings fährt er keiner. Außer Aufklärer vorne, bleiben wir es mal lieber ein bisschen im Hintergrund. Wir können ja zu weit vor. Gegner kocht auch jetzt auch die Klaune auf zum Aufklärer. Einer auf unserer Seite, einer auf der anderen Seite drüber. Im Tarn sieht man auf der rechten Seite noch ein schwerer Ober aus dem Leichte. Aber zack, Panzer, Vorstoß ist mal zu heiß. Und dann wird man leicht umrundet und kriegt die leicht gepanzerte Seite auch nicht ab, seitlich oder hinten. Dann halten wir uns dezent zurück. Wir müssen sowieso nur zwei Jagdpanzer auf der rechten Seite aus der Arie. Jetzt kommt noch ein dritter dazu. Ich muss jetzt mal kurz unterbrechen, was blöd ist, aber ich muss. So, wieder zurück. Ich muss gerade mal froh, bis er zu, Digga. Gerade wieder auf Schläfel. Jetzt geht's mal bei uns runter, ja, schon 4er verloren. Die ganze Leiche sind fort. Ich habe schon die Reparatur eingestellt, dass er schnell repariert ist. Muss noch ein bisschen hinter dran halten. Dann müssen wir den Aufklärer. Ja. Dann Hammer. Das ist ein T-32, das heißt also. Nee, da ist gerade unerziemlich gedeckt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, das war klar. Ich komme nicht weit genug, ich sei wann runter. Boom, das kriegen wir von der Seite auch nicht rein. Werden es da wieder aufgeklärt, was war. Und zurück. Das halt wieder auch nahm uns. Ah, Ari auch noch. Scheiße.
C2-3 zeigt einfach nicht zur Wandlung. Der schließt die mittlere. Machen wir denn? Ladeschütze ausgefallen. Ja, danke. Sehr gut, ich drehe. Ja, jetzt schieße von aller Seite. Ich jetzt, dich jetzt ultra schwer. Ich bin 103er. Warum komme ich jetzt mit der Steierkanne um den Turm? Nicht durch, im anderen bin ich durchgekommen. E75, obwohl der Steierkanne noch nicht. Ja, okay, da ist noch Spannung. Ja, das ist echt beschissen, Herr. Jetzt komme ich auf einmal mit durch. Normal ist die... es gibt halt wieder minus runter, aber scheiß drauf. So, dass sich bewegt, ja, super. Ah, das ist echt behämmert, ja. E75 schießt den Ding durch mit der gleichen Kanone her und da wieder nicht. Das ist echt... Und so ist also, gibt es halt die erste Niederlage mit dem Jagdtiger. Am dritten Versuch. Bei der dritten Fahrt. Da mache ich sowieso nicht mehr weiter. Das ist. Ja, wie kriegt man Männer, will ich nicht. Ich nehme lieber Panzer, wo ich entspannen kann, wo ich nicht Minus mache. KV wahrscheinlich, schickt das Silly hinterher. Ja, Kappa 5. So, der nächste. Wobei mal wieder der Gedanke kommt, so eindeutig wie es ist, und da die Schüsse von mir abgeballt sind, die bei der vorhergehenden Einsatz nicht abgeballt sind, wie die gleiche Kanone, beim 103er. Denke ich mal ziemlich, dass ich mal wieder ein bisschen getürkt wäre da. Dass der Gegner da Vorteile gekriegt hat. Was es so gibt, ich mich zwischenzeitlich fertig. Also kein Cheater in dem Sinn, aber vom Programm Silber. Rechtes Blaue von hinten. Von der Seite. Der E75. Ja. Das ist einfach dazu eindeutig gewesen. Dieses Gefecht haben wir vielleicht verloren, aber wir kommen wieder. Naja. Dann ist immer die letzte Fahrt mit dem aufgezeichnet. Machen wir gesagt dann irgendwie weiter, das sieht man ja was. Naja. Und sogar noch am 6. Stelle kommen, wo wollte ich mit dem und Lichte 4 überhaupt keinen Schaden gemacht, also, naja, okay, scheiß drauf. War ja aufklärer, aber T29, dass die keinen Schaden gemacht haben, das verstehe ich schon überhaupt nicht. Aber das sieht man, dass irgendwas nicht gestimmt hat, wieder, das ist, der Gegner bevorteilt worden, sonst habe ich da nichts zu sagen. Leibverarschung. So,